Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 3 Titan Lords. Ja, es ist schon sehr lange her, dass ich das letzte Mal hier gezockt habe. Ich glaube, ein Monat ist das jetzt her. Ja, tatsächlich ein Monat. Okay, und ich würde noch vorschlagen, dass wir hier noch unten den Strand ein bisschen säubern. Und dann werden wir uns in, wie hieß das hier, Puerto Sacarico, oder? Falsch, richtig. Isla, Dingsbums. Also in dem Ort hier ein bisschen umschauen. Ja, schauen wir mal. Jetzt muss ich wieder husten, ist ja klar. So. Na, gibt's hier was für uns? Nein. Eine Muschel. Müll? Da wird es noch einen Sandteufel geben. Ist eh klar, jetzt muss ich husten. Na, komm her. Ist es jetzt zu leise? Es ist echt zu leise, gell? Moment, halt kurz. Es ist immer so schwer. Manche Spiele sind laut. Andere Spinne. Andere Spiele sind wieder leise. Ah, deshalb, weil es sowieso leise gestellt war. Ich glaube, das dürfte jetzt zu laut sein. Warte mal kurz. Ich probiere es mal. Ich probiere es mal so. Warte, warte, warte. So, mal schauen, ob das jetzt zu laut ist. Eine Schildkröte! Hallo! Na, der tut mir nichts. Boah, das sind jetzt drei Krabben. Einzeln herpolen wird wohl nichts, ne? Vielleicht ist es doch besser, wenn wir zuerst, uns in dem kleinen Örtchen hier umschauen. Alter, mein Jaguar. Na, das ist ungesund. Okay. Schauen wir uns mal ein bisschen im Ort um. Vielleicht kriegen wir schon die ersten Werkzeuge. Damit wir nachher besser die Gegner ausbeuten können, also wie zum Beispiel Krallen oder Zähne oder vielleicht sogar Fell, dann kriegen wir auch mehr Geld. Denk immer, da wäre ein Fisch, in Wirklichkeit ist da nichts. Hallo, du schierches Viech. Dem zertrümmer ich den Schädel. Das wäre mir sehr lieb. Zack. Zack. Und zack. Na, geh ein, ha? Erledigt. Brav. Vielleicht sollte ich wirklich noch warten. Ich glaube, ich warte echt noch. Das wäre mir jetzt echt... Was haben wir hier? Scharfauge. Das wäre jetzt echt ärgerlich. Oh, das wäre jetzt echt ärgerlich, wenn wir da jetzt Sachen kriegen würden, die man verkaufen könnte. Und ich putze hier alles weg. Au! Du Mistviech. Danke. Super, das Viech ist wunderprächtig abgesoffen. Und hat sogar noch eine Muschel für uns. Okay. Gehen wir mal zurück ins Dörfchen. Hoppala, ich hänge fest. Na, jetzt Herrschaftszeiten. Und jetzt schauen wir mal. Da ist noch eine Schildkröte. Denk immer, da wäre eine Muschel. Da ist das irgendwas Komisches. Na du. Hallo. Hallo. Ja, hallo. Dabei ist das irgendwas Komisches. So. Ein bisschen Goldklee. Ich glaube so ziemlich, ja, also den Teleportstein hier haben wir benutzt, haben wir aktiviert. Das ist eigentlich eh so ziemlich das Wichtigste. Ja. Dann würde ich mal meinen. Irgendwie leckt es hier gerade, ne? Warte mal kurz, warum leckt es hier?
Es sollte eigentlich nicht lecken. Letztes Mal lief es ziemlich flüssig, oder? Ich habe hier aber auch nur 20 FPS. Hoffentlich liegt es jetzt nicht am Spiel. Was machst du da? Da ist nicht gestanden, dass es Diebstahl ist. Hey, was willst du hier? Raus aus meiner Küche! Wenn du mich vollquatschst, brenn mir nur die Kartoffeln an! Oh, das hat sich gerade erledigt. Was wolltest du? Kartoffeln sind angebrannt, okay. Du bist Koch? Du bist Koch? Ich bin bestimmt kein Koch, verdammte Kacke! Was machst du denn hier in der Küche? Irgendwer muss ja dafür sorgen, dass die feinen Herren ihr Essen und Trinken bekommen. Ich hab mich wohl nicht besonders schlau angestellt, als entschieden wurde, wer der neue Koch ist. Soll sich bloß keiner beschweren, dass mein Essen nicht schmeckt. Ich streck die Pampe schon mit allem, was ich finden kann, damit es für jeden reicht. Keine Ahnung, wie Osorio das damals hingekriegt hat. Wo hast du das ganze Zeug versteckt? Einschüchtern 30. Die Leute mögen dein Essen nicht? Kannst du mir was beibringen? Lass uns handeln. Denen schmeckt dein Essen nicht? Die Leute mögen dein Essen nicht? Es sagt ja keiner so direkt, aber wenn ich mein Essen schon nicht mag... Ich bin Soldat, verdammte Scheiße! Ich sollte Leute erschießen und nicht kochen! Alter! Lass mich jetzt weitermachen. Ich muss Roquefort seinen Wein warm machen. Warmer Wein? Da kann ich auch gleich mehr Wasser trinken. Da hat man mehr Spaß dran. Ich weiß, aber er mag ihn so und ich werde den Teufel tun, ihn unglücklich zu machen. Er ist ein Glühweinliebhaber, hm? Vielleicht hat er ihn auch entdeckt. Was kannst du mir beibringen? Was kannst du mir beibringen? Kommt darauf an, was du wissen möchtest. Alles. Mut antrinken. Medikus lernen. Was kann Mut antrinken? Schmerztöter ist was Wundervolles. Ein Schluck von dem Fusel und du spürst gar nichts mehr. Zumindest für eine Zeit. Eine sehr lange Zeit. Verdoppelt die Wirkungsdauer von Schmerztöter. Und hier Medikus. Solange ich noch bluten kann, lebe ich noch. Das muss ich mir merken. Das gilt für dich noch stärker als für die meisten anderen Menschen. Dein Blutwert steigt um 10 pro Stufe. Fleischfresser lernen. Heile dich durch das Essen von rohem Fleisch. Ich möchte meine Lebenskraft steigern. Bitte. Alles klar. Danke. Geht nochmal? So gut bin ich auch nicht. Okay. Ich weiß nicht, von rohem Fleisch will ich nicht unbedingt. Ich bin noch nicht gut genug. Ja, zurück. Lass uns handeln. Lass uns handeln. Von mir aus? Glücksbringer. Machete? Hm. 10 bis 40 Schaden ist eine Hiebwaffe. Schaden... Gut gegen Lianen und Gegner. Ach Gott. Glücksbringer. Kostet 300, Grischetreffer plus 5, Kugelsicher plus 5, Alchemie plus 10. Viele der Eingeborenen tragen einen Glücksbringer. Proviantfusel, Bloody Mary, Zucker und so weiter. Können wir irgendwas verkaufen? Wir haben jetzt das Krabbenmesser, ne? Können wir eigentlich die beiden Waffen hier schon mal loswerden? Müssen wir etwas verkaufen? Da war ich noch nicht, oder? 2236 Gold hätten wir noch. Ah, passt schon. Dafür bin ich nicht gut genug. Ist klar. Tschüssi. Härte bräuchte man mehr. Wie ging das denn noch schnell? Charakter, Härte. Da wird man zwei Blauchen. Da wird man das mit dem Bluten besser hinkriegen. Ne? Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Ah, so geht das. Auf 30 musste das sein. Ne? So. Dann hätte man das schon mal. Ja, das wollen wir übernehmen. Dann reden wir nochmal mit ihm, weil das mit Bluten gefällt mir ganz gut eigentlich. Was kannst du mir beibringen? Mehr Aushalten. Kommt darauf an, was du wissen. Ja. Medikus steigern. Bitte. Ich möchte meine Lebenskraft steigern. Kein Problem.
Gut, das hätten wir schon mal. Ich meine, theoretisch könnten wir ja alles lernen, oder? Zeig mir, wie ich rohes Fleisch essen kann. Alles klar. Ja, mit den Zähnen, würde ich sagen. Ich möchte, dass die Wirkung von Schmerztötern länger anhält. Kein Problem. Wahrscheinlich war es jetzt echt blöd, dass ich jetzt das ganze Gold ausgegeben habe dafür, aber naja. Was wir haben, haben wir, oder? So, wie ging das Schleichen nochmal schnell? Oh, hoppala. Wie konnte ich doch schleichen? Oder ich muss es auch erst lernen. Ich hab's vergessen. Egal. Gut, das zudem. Eine Werkbank. Ich bin kein Waffenschmied. Bank bringt mir nichts. Die Truhe. Ich soll vielleicht speichern, bevor ich sowas mache. Fleisch, Schwein, kaputtes Schwert. Gold wert gar nichts. Die Waffe von Kommandant Sebastiano. Die Spitze der King ist abgebrochen. Du heiliges Kanonenrohr. Okay. Drinnen schnarcht jemand. Aber ich konnte doch schleichen. Bin ich nicht blöd? Wie ging das denn nochmal? Oder ich bin vielleicht doch blöd. Mit das mal hüpfen. Ne, da stehen sie natürlich alle sofort auf. Na, egal. Ich trinke mal einen Schluck. Prost. Vielleicht sogar zwei, drei Schlücke. Das hat gereicht. Ja, super. Da freue ich mich. Schnarcht der da, oder? Ich glaube, der schnarcht, ne? Großartig. So. Hier hinten haben wir nichts versteckt. Okay. Muss man ja mal sich ein bisschen umschauen, ne? Wir sind ja für jedes kleine Proviantal glücklich und zufrieden. Ah, das Lecken zifft mich gerade an. Ich glaube, ich muss danach bei der Aufnahme noch kurz was ändern. Und hoffen, dass das klappt. Eine Schaufel. Nimm mal mit. Eine Ratte. Nachtwächter. Noch mehr Truthahn. Das soll wirklich schnarchen sein, glaube ich, ne? Halt! Irgendwie cool, ja. Kommandant halt. Sebastiano will nicht gestört werden. Was? Was ist hier eigentlich los? Lass mich mit Sebastiano sprechen. Was ist hier los? Was ist hier eigentlich los? Takarigua wurde von Schattenwesen heimgesucht. Eine Totenkopfhöhle ist aus dem Boden gebrochen. Aha. Da sind sie rausgekommen. Das Piratennest im Osten der Insel wurde als erstes zerstört. Und wäre Kommandant Sebastiano uns nicht zur Hilfe geeilt, wären wir vermutlich schon tot. Schön. Unter seiner Führung sind wir bis ins Innere der Höhle vorgedrungen, aber... Aber was? Der Kommandant hat den Rückzug befohlen. Die Leute wurden evakuiert und der neue Befehl lautet, Puerto Sacarico verteidigen. Jetzt will ich einmal was trinken, ne? Also lass mich mit Sebastiano sprechen. Das ist doch nicht alles, oder? Das ist doch nicht alles. Nicht ganz. Der Wächter Horas, unser Gefangener, ist abgehauen. Wenn du irgendwas über ihn weißt, dann musst du es unverzüglich melden. Sonst noch was? Der Gouverneur Di Fuego ist weg. Außerdem sind ein paar Leute desertiert. Und ihr habt noch alles im Griff? Ich sagte doch, wir haben Schwierigkeiten. Aha, milde ausgedrückt, also. Eine Sache noch. Dieser Wächter Horus, den verpfeift man nicht. Was denkst du über die Sache mit Gouverneur Di Fuego? Eines Morgens war er nicht mehr da. Er muss irgendwann nachts das Lager verlassen haben. Was weißt du noch? Sprich mit den Wachen, vielleicht hat ihn einer gesehen. Erzähl mir etwas über die Deserteure. Vasco und Severin haben sich unerlaubt von der Truppe entfernt. Und wer von euch wurde damit beauftragt, sie wieder einzufangen? Ich weiß es nicht. Kommandant Sebastiano erteilt hier die Befehle. Dann wissen wir ja schon, wer das sein wird. Warte kurz.
Ich möchte kurz speichern. Da können wir eigentlich den 9. Spielstand hernehmen. Das war, glaube ich, eher ein Reservespielstand. Halt! Warten Sie! Eine Sache noch. Eine Sache ich noch. Nur, ich will es nur überprüfen, ob wir da jetzt einen Ampfiff kriegen wegen dem. Dieser Wächter Horas, den ihr sucht. Ja? Was weißt du über ihn? Ah. Er ist einer von denen, die sich den Magiern angeschlossen haben. Sie nennen sich selbst die Wächter. Warum habt ihr ihn eingesperrt? Das fragst du den Kommandanten am besten selbst. Aber das spielt auch keine Rolle mehr. Er ist weg. Wo mag er wohl sein? Wir haben zwar Leute da draußen, aber bisher keine Spur von ihm gefunden. Um ehrlich zu sein, es würde mich nicht wundern, wenn er irgendwo in der Nähe ist. Aha. Wenn du der Wächter Horas wärst, wo würdest du dich verstecken? Wenn du der Wächter Horas wärst, wo würdest du dich verstecken? Na, am Strand irgendwo. Da hätte ich Puerto Sacarico und unser Schiff immer schön im Blick. Vom Strand aus könnte man jeden unserer Schritte sofort bemerken und entsprechend reagieren. Den Strand im Süden von Puerto Sacarico habt ihr aber schon nach Horas abgesucht, ja? Haben wir? Ich weiß nicht genau. Wir müssen ja auch noch das Lager gegen die Schatten sichern. Also wenn wir mehr Männer hätten, dann... Schon gut, war ja nur eine Frage. Lass mich mit Sebastiano sprechen. Lass mich mit Sebastiano sprechen. Bitte. Ich sagte doch, der Kommandant will nicht gestört werden. Mach dir keinen Ärger. Wir haben schon genug Schwierigkeiten. Aber es ist wichtig. Meinst du, ja? Und was ist so wichtig, dass ich dich vorbeilassen muss? Das werde ich ihm schon sagen. Ich lasse mir was einfallen. Das werde ich ihm sagen. Das werde ich ihm schon sagen. Ja, aber erst wirst du es mir sagen. Mann. Also, was gibt's? Du bist überhaupt nichts Neugegner. Ich kämpfe gegen die Schatten und brauche eure Unterstützung. Ich habe Gouverneur Difuegos Leiche gefunden. Ich lasse mir was einfallen, die Leiche. Ich habe Gouverneur Difuegos Leiche gefunden. Der Gouverneur ist tot? Mhm. Na schön, du kannst rein. Aber sei vorsichtig, der Kommandant ist, sagen wir, er war schon mal besser drauf. Also leg dich nicht mit ihm an. Ja, ja. Ja, ja. Hupf in Gatsch, ne? Und ein kleines Äffchen haben wir auch da. Ja, hallo. So, ich sollte vielleicht mal ganz kurz, wenn möglich, in die Optionen, Tastenbelegung, Schleichen, Steuerung links. Da habe ich ja drauf gedrückt, der hat das nicht gemacht. Der macht das aber nicht. Schön, weil er es nicht kann, oder? Das muss ich schon erst lernen, dann wird's gehen. War so klar hier. Keiner schimpft, alles gut. Und schau mal rauf, oder? Ist da wer? Nein. Ich werde auch gleich speichern, sicherheitshalber. Spielstand speichern, bitte. Ja, bitte. Okay. Dann schauen wir mal, ob wir das aufkriegen. Yeah! Super! Kristallanhänger. Goldwert 150, Silberzunge 10, Taschendiebstahl 5. Astralsicht 5. Ein einfach geschliffener Kristall an einer silbernen Kette. Sebastianos Hinrichtung. Hinrichtungsbefehl. Okay. Goldwert nix. Ein von Sebastiano aufgesetzter Hinrichtungsbefehl, der die Exekution des Kadetten Horas fordert. Vom Gouverneur Di Fuego widerrufen. Okay. Plan des großen Holm. List plus 5. Dieser Plan zeigt, wie man seine Fähigkeiten richtig einsetzt. Papageienflug. Wir nehmen alles mit. Mach hier keine Dummheiten. Was? Niemals. Du wagst es hier zu stehen. Entschuldigung. Ich dachte, das könnte man lesen. Ich habe es nicht gedacht, dass das jetzt... Das war meine Schuld. Jetzt nochmal schnell aufmachen. So. Ups. Entschuldigung. Alles nehmen. Passt. Gehen wir mal auf den Balkon raus. Vielleicht beruhigt er sich.
schaut gut aus. Das Versetzungsschreiben. Okay. Gucken wir mal, oder? Das ist wahrscheinlich Blunter. Tagebuch haben wir da. Sebastianus Hinrichtungsbefehl. Kann man das lesen? Der gefangene Horas ist bei Anbruch des nächsten Tages der Guillotine zuzuführen. Gezeichnet Kommandant Sebastiano. Dieser Befehl wird mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Gezeichnet Gouverneur Di Fuego. Ja, wer hat jetzt mehr Recht, ne? Versetzungsantrag. Hiermit gestatte ich dem Inhaber dieses Schreibens, seinen neuen Posten auf See anzutreten. Gezeichnet Kommandant Sebastiano. Okay. Schwertspitze. Ah! Wir haben beides. Wir haben beides. Wir können es zusammensetzen. Da hätten wir ein neues Schwertchen. Hihihihi. Das ist gut. Revolver und Pistole. Hier steht was. Demnach war McFlane der einzige Schütze, der alle 5 Kugeln genau in die Mitte getroffen hat. Den Beweis für sein Können stellte er auf einem Dach in Puerto Sacarico zur Schau. Ah, ich weiß schon, da oben. Da waren wir schon oben, glaube ich. Ist da wer? Nein, nein. Überseeschlachten erhalten, okay. Dann lesen wir das noch, oder? Überseeschlachten. Da. Überseeschlachten. Alle hingegen... was? Alle hingen sie an den Seilen, doch mit einem Lächeln auf ihren schmutzigen Gesichtern. Ihre Gedanken kenne ich genau. Sie denken ans Land, an die Frauen, den Rum, den sie sich von dem Gold kaufen können, und den Ruhm. Eine gewonnene Seeschlacht bleibt nicht unerwähnt, und die Nachricht macht sich auf dem Land schon die Runde, bevor das Siegerschiff den Hafen erreicht. Denn selbst unter den Piraten wird selten gegen andere Schiffe gefahren, sondern eher auf Schatzsuche auf dem Land gegangen. Das sind Zeiten gewesen, jetzt gibt es kaum noch Piraten. Und Geschichte wird nur geschrieben, wenn der Held von Faranga wieder eine Großtat begeht. Okay. Faranga. Lalilalala. Ich bin schon weg. Ich habe nichts angestellt. Wer macht da so einen Lärm? Ich bin das. Was? Hallo. Ich... Du! Du gehörst doch auch zu den Piraten! Hör zu, ich... Erzähl mir nichts! Du bist doch einer von denen! Das merk ich doch! Was willst du hier? Willst du uns ausspionieren? Ja, das ist das Erste, was wir uns gedacht haben. Jetzt halt mal die Füße still. Übertreibst du nicht ein bisschen? Übertreibst du nicht ein bisschen? Keineswegs! Sieh dich doch mal draußen um! Schattenwesen kommen aus der Tiefe gekrochen. Dämonen, die meine Männer töten. Ich bin von Feinden umgeben. Da brauche ich nicht noch einen weiteren. Und wenn sie schon meine eigenen Leute gegen mich wenden, wem kann ich überhaupt noch trauen? Wie kann ich helfen? Du bist also der Statthalter dieser Insel, ja? Ja? Du bist also der Statthalter dieser Insel, ja? Nein. Normalerweise ist Gouverneur Di Fuego der Statthalter hier. Doch der Feigling ist einfach abgehauen. So, so. Verschwende nicht deine Zeit mit dem Kerl. Er ist es nicht wert. Jetzt habe ich das Kommando übernommen. Und das ist alles, was du wissen musst. Klar? Ei, Captain. Da wäre noch was. Wie kann ich helfen? Wie kann ich helfen? Wenn du hier bist, um zu kämpfen... Wirst du dafür bezahlt, wie es sich für einen Söldner gehört? Wofür willst du mich bezahlen? Soldat Severin ist desertiert. Er und noch so ein Kerl. Vasco. Und? Und Deserteure werden erschossen. Du kannst die beiden aufsuchen und das erledigen. Ich werde die Deserteure für dich erledigen. Hast du sonst noch was? Ja, fragen Hast du noch sonst nach. Noch was? Horas, ein Wächter. Hat sich bei uns eingeschlichen. Finde den Mistkerl und sag mir, wo er sich aufhält, damit wir ihn exekutieren können.
Warum bist du so scharf darauf, ihn umzubringen? Er ist ein Dieb. Er ist in mein Haus gekommen und hat mich bestohlen. Und dann ist er abgehauen. Aber warte nur, wenn ich mit dir fertig bin. Dann wirst du dir wünschen, du wärst... Finde ihn einfach. Aha. Ich werde die Deserteure für dich erledigen. Das will ich hoffen. Ich weiß nicht, ob wir in Zeiten wie diesen nicht darüber nachdenken sollten, uns nicht gegenseitig umzubringen. Sowas will ich hier nicht hören. Ihr führt meine Befehle aus. Oder ich lasse euch als Deserteure töten. Ja, sehr freundlich. Ich speichere noch einmal kurz. Dann schauen wir mal, was wir noch anstellen können. Da wäre noch was. Ich habe Gouverneur Di Fuego gefunden. Und? Wo steckt dieser Fette? Der Gouverneur? Er ist tot. Er ist nicht der Erste, der von den Schatten geholt wurde. Ich glaube nicht, dass es die Schattenwesen waren. Wie kommst du darauf? Die abgebrochene Spitze eines Schwertes steckte in seinem Körper. So? Nun, ein Schwert ist ein Schwert. Du verschwendest nur deine Zeit. Aha, das ist aber dein Schwert. Es ist dein Schwert, mit dem Griff, mit dem Gouverneur Di Fuego umgebracht wurde. Es ist dein Schwert, mit dem Gouverneur Di Fuego umgebracht wurde. Diese Klinge habe ich schon vermisst. Willst du damit sagen, jemand hat dein Schwert gefunden und damit Di Fuego umgebracht? Ich sage, es spielt gar keine Rolle, was mit Di Fuego passiert ist. Er ist tot. Dabei solltest du es belassen. Ich fand diesen Befehl von dir. Was ist das? Was hast du da? Zeig her! Ein Hinrichtungsbefehl. Von Gouverneur Di Fuego abgelehnt. Den hast du gestohlen! Hattest du einen Streit mit Di Fuego? Das geht dich nichts an. Und den Befehl nehme ich an mich. Und jetzt kein Wort mehr davon. Sonst wirst du wegen Diebstahls verhaftet. Aha. Mach dich nützlich. Das ist ein Arschloch. Okay. Ein echter Mistkerl. Ich will eigentlich diese Truhe da plündern, aber man darf ja nicht schleichen. So, ich werde nochmal speichern. Da haben wir jetzt, das ist jetzt recht gut gegangen. Mit ein bisschen Glück kann ich wenigstens die hier noch öffnen. Haben wir zu viel? Das Schloss ist zu kompliziert für mich. Ah ja, war klar. Ist da wer? Nein, nein, bleib schlafen. Bleib liegen. So, okay. Puh, ja, was machen wir denn jetzt? Also ich würde mal dem Kerl hier, der Koch ist und so unglücklich ist, ich würde dem mal gern diesen Zettel geben. Aber das geht scheinbar nicht. Schade. Weil der Zettel würde ihn ja dazu bringen, dass er auf dem Schiff sein darf. Ne? Dass er mitsegeln darf, immer. Dann muss er nicht kochen. Dann würde ich mal sagen, wir schauen uns mal das Schiff an. Achso, da können wir gar nicht drauf. Oder doch? Das wäre schon ein Seil, das ich rauf kann, oder? Ich probiere es mal. Oder besser gesagt, das ist der Anker, glaube ich sogar. Ah, eine Leiter. Okay. Ich würde das gern benutzen, bitte. Danke. Was haben wir denn hier? Ein Schmerztöter. Ja, geil. Das können wir immer brauchen. La 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 la. La 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 la. Schauen wir uns hier ein bisschen um, oder? Eine Wundpuppe. Weil hier scheint ja niemand zu sein. Eine Gabel. Goldene Schale. Ein Schädel. Ein Fernrohr. Ah, warte, da fällt mir gerade ein, wir haben noch was bekommen, ne? Weiß gerade, was mir gerade einfällt, Blunder. Wo war denn das? Altes Wissen ist, glaube ich, falsch. Warte mal.
Da konnten wir ja irgendwas mit Fähigkeit plus irgendwas, ne? War das nicht hier? Benutzbar, vielleicht das. Auch nicht wirklich, ne? Magie ist auch falsch, oder? Ich habe jetzt auch dummerweise vergessen, wie es heißt. Oder wir haben es automatisch gelernt, das könnte auch sein. Da war irgendwas mit irgendwas Fähigkeit plus 5. War das was zum Anziehen, oder... Muss ich mich getäuscht haben. Habe ich mich getäuscht, wahrscheinlich. Okay. Gut. Was haben wir denn hier? Ein Büchlein. Aber mal ein Pokal. Und das Buch bringt sie nichts. Super. Schlafen müssen wir jetzt eigentlich auch nicht. Noch nicht. Das können wir später machen. Würde ich sagen, gehen wir mal hier ruf. Jetzt können wir eigentlich problemlos das Schiff kapern. Zweimal rum, das ist schön. Und sonst ist da nichts. Okay. Sonst wäre hier nichts. Alles klar. Mit dem Ruderboot. Geht das? Na, geht nicht. Wow! Dann schwimmen wir halt eine Runde, ne? Oh, der Part ist zu Ende. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir... hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!